Musst du deine Achillessehne dehnen, um die Schmerzen loszuwerden? Das klären wir heute in diesem Video. Hi, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sarah von Gesundheitsheldin. Ich bin Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin und hier auf Gesundheitsheldin kriegst du immer die neuesten Infos rund um das Thema Gesundheit, Schmerzen, wie wirst du es los, was sagt die Wissenschaft? Lass uns direkt loslegen mit dem heutigen Thema. Du hast Achillessehnenschmerzen und was machst du? Du googelst, du bist auf YouTube unterwegs und suchst nach den besten Methoden, um deine Achillessehnenschmerzen loszuwerden. Und wenn man da mal so durchscrollt, dann findet man was? Ganz viele Übungen zum Dehnen. Du musst unbedingt deine Achillessehne dehnen, um deine Schmerzen loszuwerden. Deine Wadenmuskulatur ist verkürzt, deine Faszie ist verkürzt, deswegen musst du dehnen. Doch ist das wirklich das Mittel, was du unbedingt tun musst, um deine Achillessehnenschmerzen loszuwerden? Kurze Antwort, nein. Die ausführlichere Antwort folgt jetzt. Und dafür müssen wir drüber sprechen, was Dehnen denn kann und was nicht. Wenn du dehnst, dann gehst du in die endgradige Position, die du maximal halten kannst und wo du einen Zug in der Muskulatur, vielleicht auch sogar in der Sehne spürst. Das sorgt dafür, dass kurzfristig deine Beweglichkeit etwas besser wird und auch deine Schmerzen häufig sich ein bisschen weniger anfühlen. Frage ist jedoch, was passiert da? Wird tatsächlich der Muskel länger und die Faszie länger? Nein, dem ist nicht so. Sondern was passiert ist, dass dein Nervensystem moduliert wird. Das heißt, durch diesen Dehnreiz, der entsteht, werden hemmende Mechanismen auf Rückenmarks- und auf Gehirnebene eingeschaltet und die sorgen dafür, dass du diesen Reiz weniger wahrnimmst. Das heißt auch, dass du auf einmal mehr in diese Bewegung reingehen kannst. Und es heißt auch, dass du gegebenenfalls weniger Schmerzen spürst, weil diese Bahnen, die quasi die Information aus deiner Achillessehne nach oben geben, gehemmt werden. Dementsprechend kannst du denen nutzen, um deine Schmerzen in der Achillessehne etwas zu reduzieren und dich ein bisschen besser zu fühlen. Es ist aber nur eine kurzfristige Methode. Das heißt, wenn du langfristig deine Schmerzen loswerden möchtest, dann solltest du definitiv kräftigen Sehnentraining machen, einen progressiven Belastungsaufbau, dein Sportpensum modulieren und anpassen an deine Beschwerden und langsam dann wieder zurückkehren. Nochmal kurz zusammengefasst. Das Dehnen deiner Achillessehne führt zu einer kurzfristigen Verbesserung deiner Beweglichkeit. Und auch längerfristig kann es natürlich die Beweglichkeit etwas verbessern. Es führt zusätzlich dazu, dass du etwas weniger Schmerzen wahrnimmst, was gerade am Anfang eine sinnvolle Sache sein kann. Deswegen, wenn es dir gut tut und sich gut anfühlt, kannst du sehr gerne dehnen. Außer du hast deine Schmerzen eher im Bereich des Ansatzes der Sehne, dann würde ich gerade am Anfang in den ersten 6 bis 8 Wochen keine Dehnung der Achillessehne machen. Musst du denn dehnen, um beweglicher zu werden? Also falls deine Beweglichkeit eingeschränkt ist, musst du das dann tun? Nein, musst du nicht unbedingt. Wenn du ein Sehnentraining machst, also zum Beispiel ein langsames Wadenheben, ein exzentrisches Wadenheben, dann wirst du das im Idealfall über das gesamte Range of Motion, also über die gesamte Bewegungsspanne machen. Und ein exzentrisches Training oder generell ein Training über den gesamten Bewegungsradius kann tatsächlich auch die Beweglichkeit verbessern. Dementsprechend kannst du über ein richtig gestaltetes Krafttraining auch beweglicher werden. Ich hoffe, es hat getaugt. Ich hoffe, du hast ganz viel wichtigen Input mitgenommen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.